Was macht Mödling zur lebenswerten Stadt? Wir sind dieser Frage auf den Grund gegangen und haben uns in Mödlings Fußgängerzone umgehört. Die Babenberger Stadt südlich von Wien besticht sowohl durch die Nähe zur Bundeshauptstadt als auch durch Ruhe- und Erholungsmöglichkeiten. Die gut erhaltene und renovierte Altstadt steht unter dem Schutz der Haager Konvention und ist mit der im Jahr 1976 eingerichteten Fußgängerzone in der Kaiserin Elisabethstraße und dem Schrannenplatz einladend gestaltet, genutzt und vielseitig bespielt. Dort haben wir auch nachgefragt, was die Bezirkshauptstadt Mödling sonst noch so lebenswert macht. Es ist so gemütlich, so angenehm. Es gibt alles da, die kleinen Wirtshäuser, Kaffeehäuser, Bier, Konditoreien, der Weihnachtsmarkt. Ist einfach schön. Der Stadtkern ist wunderschön. Gastronomie ist sehr gut. Und die Wege sind kurz und für Senioren, die am Stadtrand wohnen, auch ist der Stadtkern gut erreichbar zu Fuß. Und das macht für mich lebenswert. Die Fußgängerzone gefällt uns sehr gut. Es gibt auch viele Möglichkeiten zum Einkaufen. Und wir kommen gern aus Garden hierher, um spazieren zu gehen, um ein bisschen Auslagen anzuschauen und ein bisschen was einkaufen. Vor allem die Nähe zu den Bergen, zum Föhrenwald und Heiligenkreuz, Wienerwald, Radwege, Laufwege, Sport, Einkaufsmöglichkeiten. Ich arbeite in Mödling, ich arbeite gerne in Mödling. Mödling ist eine sehr belebte Stadt, eine sehr freundliche Stadt, eine sehr erholsame Stadt mit vielen Möglichkeiten, dass man sie bewegt. Grünraum, schöne Wohnungen, eine schöne Altstadt, freundliche Menschen. Zum einen ist Mödling einfach jetzt architektonisch eine wunderschöne Stadt. Es ist wirklich reges Leben hier. Ich denke, das ist durch die vielen Schulen, die wir hier haben. Ich komme aus einer Stadt, die genauso weit von Wien entfernt ist wie Mödling. Aber dort wandern die Leute nach Wien ab, wenn sie weggehen wollen. Das ist in Mödling nicht der Fall. Also es ist tatsächlich reich an Kultur und reich an netten Lokalen, wo man sich treffen kann. Die Fußgängerzone macht natürlich auch oder trägt da auch sehr dazu bei, dass es sehr lebenswert ist. Für mich persönlich ist dann auch noch der Wald sehr wichtig. Also wir haben in drei Richtungen eigentlich wunderschöne Gebiete zum Radfahren, zum Wandern. Die Nähe zu Wien ist für mich persönlich auch sehr wichtig, weil ich einfach auch wahnsinnig gerne in Wien unterwegs bin.